krass. Machen wir erstmal die Spieße drauf. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute eine kleine Rollertour oder eine etwas größere Rollertour. So viel kann ich schon verraten. Es geht wieder in Richtung französische Grenze, also ein bisschen weiter weg. Und wir werden heute eine Grilltour machen. Das heißt, wir haben alles mit dem Roller dabei, was wir brauchen. Wir werden heute grillen und wir werden heute nicht mit Gas grillen. Ich habe gar kein Gas dabei. Normalerweise habe ich solche Touren immer gemacht, die nicht so weit waren, wegen rohem Fleisch und so. Aber ich habe jetzt eine ganz einfache Lösung gefunden, wie man das Fleisch über längere Zeit kühl halten kann. Bin jetzt gerade auf dem Weg, möchte mir einen schönen Baggersee heute aussuchen. Und ja, da geht es jetzt hin. Mir ist heute irgendwie aufgefallen, eigentlich wäre es geil, wenn ich bei der Aerox vorne noch einen Gepäckträger hätte. Das wäre natürlich richtig nice, wenn wir vorne noch Sachen drauf spannen könnten. Habt ihr den Kleinen gesehen? Süß. Wow. Hier ist so ein Anglerheim und also hier ist so ein Reiter. Reitverein, Reitsportverein für so Reitspringen-Dingens. Da vorne ist so ein Anglerheim. Das hier ist richtig geile Gegend, auch so für Hobbys. Wenn man Hobbys hat, nicht so wie ich. So Leute, ja, ich freue mich, man, endlich wieder eine Grilltour machen. Ich werde euch, falls ihr Bock habt, noch mehr Grillvideos zu sehen, schreibt es in die Kommentare und ich werde euch oben rechts einfach mal die bisherigen Grilltouren verlinken. Da habe ich eine Playlist gemacht. Dort findet ihr alle vergangenen Videos. Ganz einfach in einer Playlist. Boah, schon wieder beste Straße, Digga. Boah, jetzt bin ich die ganze Zeit mit Sonnenblende gefahren. Jetzt habe ich die Sonnenblende hochgemacht. Alter, meine Augen, man, erstmal geblendet hier. Sie erstmal aufmachen, dass wir was sehen. Ei, ei, ei. Hier war ich zuletzt mit der Aprilia. War ich hier. Heute bin ich mit der Aerox. Soll ich einmal um den kleinen See erstmal rumfahren und gucken, ob wir alleine sind? Weil wenn da Angler sind, möchte ich da irgendwie ungern gerade Knickknack machen. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ja. Also Baden ist hier an dem See sowieso strengstens verboten, wegen Naturschutz und so. Deswegen sollten wir hier eigentlich am ehesten unsere Ruhe haben. Der Platz ist fast zu groß. Der ist zu groß und direkt an der Straße. Aber wir sind hier komplett alleine. Wir haben den kompletten See für uns, Leute. Ich müsste den Roller auch irgendwo hinstellen können. Das ist halt das nächste Ding. Und hier ist doch geil. So. Alter, ist hier schön. Hier wäre ein schöner Platz. Oh, jetzt seht ihr auch mal, wie ich heute den Gepäckträger genutzt habe. Für eine Isomatte. So, jetzt machen wir hier die Spanngurte auf. Können wir schon mal die Isomatte rausholen. So, die Isomatte von Thermarest, made in USA. Ist halt schon bequemer als ein Handtuch. So. Und dann werde ich mal ganz kurz die GoPro ans Stirnband schnallen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht. Das ist der Grill, mit dem wir heute grillen werden. Ein Kohle
Einweggrill. Bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Es wurde sich in den Kommentaren nämlich mal gewünscht, ob ich das nicht mal machen könnte, ob ich die nicht mal austesten möchte. Und dann dachte ich, jo, probieren wir heute mal aus. Ne? In einer Kühltasche mit 3 Kühlakkus. Ja. Da unten ist noch einer. Also Fleisch ist sehr, sehr kühl. Sehr, sehr kühl und alles gehalten hier. Ich würde sagen, schauen wir mal, dass wir das hier angezündet bekommen. Mal gespannt, wie das jetzt durch das Gitter hier funktionieren soll. Ich habe halt auch nur ein Feuerzeug mitgenommen. Geil. Können wir auch alles nochmal schön verteilen. Spirituspapier hin. So. Das mache ich jetzt mal zur Seite erst. Ich will das Spirituszeug nicht auf meinem Grillrost haben. Oha. Oha. Ich hole mal lieber eine Flasche Wasser. Zur Sicherheit. Falls irgendwas passiert. Okay, ich hätte doch nicht gedacht, dass es so eine Flamme gibt. Für Notfall habe ich 1 Liter Wasser hier auf jeden Fall und da ist auch Wasser. Also diese Einweggrills sind eine sehr gute Idee eigentlich, wenn man jetzt nicht unbedingt mit Gas grillen will. Man hat hier eine geschlossene Pfanne, alles mit dabei. Ich habe nämlich noch einen Hochbuchkocher dabei. Vielleicht können wir damit später ein Käffchen machen. Mal schauen. Hier haben wir Kaffee. Ja, guck mal. Solange hier noch Flammen sind, kann man sowieso nicht Fleisch grillen. Aber man kann sich einen Kaffee machen. Oder, Leute? Es geht gut. Kleiner Fun Fact, Leute. Faule Menschen sind nicht doof. Wenn man sich hinlegen will, nimmt man sich ein Kissen mit. Ein aufblasbares Kissen, meine Freunde. So. Also. Oh, Alter, mir ist jetzt schon schwindelig. So. Kann man sich hinlegen. Mega nice, oder? Das Kissen ist von Cocoon. Travel Pillow. Ah. Was macht mir ein Kaffee? Ist gleich fertig. Chillen wir uns mal kurz hin. So lange. Oh. So. Jetzt gucken wir mal, was wir dabei haben. Schaschlikspieße und Rindersteak. Perfekt. Oha. Krass. Machen wir erstmal die Spieße drauf. So, das Rindersteak haben wir hier. Boah, das ist schon gefroren, Alter.
Das ist schon fast gefroren. Lol. Muss ich vielleicht mal so machen. Ich bin mal gespannt, ob der Einweggrill reicht für 3 Schaschlikspieße und für einen Rindersteak. Da bin ich echt mal gespannt. So Leute, Schaschlikspieße kommen runter. Mega. Und das Rindfleisch habe ich gerade mal ein bisschen rausgenommen, weil das ist schon halber gefroren. Nur durch die Kühlakkus. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass sie es so krass kühlen. Die Dinger. Ein Rinderhüftsteak mit Pfeffermarinade. Jawohl. Rindfleisch nicht reinstechen. So drauf machen. Hä, das sind 2? Nee. Eins und das ist so ein bisschen durchgeschnitten halber. Komisch. Soll ich das jetzt durchschneiden oder? Mach ich kurz. Reicht das mit dem Messer? Ah ja, oha, wie scharf ist denn das? Komm. Dann mach ich das so. Und das hier nochmal so. So. Gewürze habe ich auch dabei, aber brauchen wir hier gar nicht. So. Oha, scheiße, viel zu viel genommen. Da kommt ein Sportflugzeug. Deutsche Hubschrauber. Los geht's. Nein. Schon mal der erste Fail. Heute haben wir leider keinen Tisch. Oh, Alter. Boah, sind die lecker. Ich habe jetzt 3 Schaschlikspieße gegessen und die haben so unfassbar geil geschmeckt. Die Rindersteaks sind auch fertig geworden. Hat geschrumpft, aber man sieht, sie ist ja noch saftig. Ich mag sie immer, wenn sie gut durch sind. Aber Leute, die schaffe ich nicht mehr. Deswegen packe ich die ein. Das Brot esse ich dann gleich noch. Die packe ich ein.
Kühlakkus haben wir ja auch noch dabei. Hier ist noch gut Wärme drauf. Also es hat auf jeden Fall für alles gereicht. Ich würde sagen, ich chill jetzt noch eine Runde. Vielleicht noch ein, zwei Stunden hier liegen bleiben. Und heute Abend fahre ich wieder nach Hause. Mein Müll wieder eingepackt. Auch den Grill. Die Asche habe ich hier gelassen. Habe den runterbrennen lassen, bis er kalt war. Asche lasse ich hier. Alles, den ganzen Müll eingepackt. Und ja, habe jetzt hier noch richtig, bin halber eingeschlafen. Jetzt sind ein paar Leute da hinten. Die sind ziemlich laut. Jetzt verkrümel ich mich. Und war geil. Ich liebe diesen Platz. Einfach mega. So. Wir sagen, let's go. So. Auf Wiedersehen, so schöner Platz. Auf Wiedersehen, Enten. Auf Wiedersehen, Bienen und Baumläuse an Zecken, an whatever. Schau dich einfach mal, was hier für eine krasse Gegend ist. Oh. Richtig schön. Ja, das Rindersteak habe ich jetzt in die Kühltasche getan. Mit den Kühlakkus, die esse ich heute Abend. Ich habe die jetzt nicht mehr geschafft, ich war so voll. Ja, endlich mal wieder eine Grilltour gemacht. Ich weiß ja, die Grilltouren kommen immer sehr gut an bei euch und ich mache es auch wahnsinnig gerne. Und werden wir jetzt auf jeden Fall auch wieder öfters machen. Und ihr habt gesehen, es ist echt nicht schwer, mit dem Roller irgendwo hinzufahren, alles einzupacken, egal ob Gasgrill oder ein Einweg-Kohlegrill. Vielleicht das nächste Mal, wenn es vom Wetter her gut ist, heute war es ein bisschen sehr trocken, werden wir auch mal einen Hobo-Kocher benutzen, sprich mit der Gusspfanne und dem Hobo-Kocher, der nur mit Holz läuft. Na, aber also, man hat gesehen, auch mit dem Einweggrill funktioniert das sehr, sehr gut. Also er hat locker gereicht, um die Schaschlikspieße und die zwei Rindersteaks zu machen. Das hat locker gereicht. Hat man auch gut im Rucksack transportieren können, also ist easy. Gar keine Probleme. Richtig geil und vom Geschmack her schon noch mal eine andere Hausnummer, als wenn man jetzt mit Gas grillt. Also das ist geschmacklich noch mal deutlich geiler. Immer noch ein bisschen voll gefressen, weil ich jetzt gut noch 3-3,5 Stunden hier gelegen bin und der Natur ein bisschen zugehört habe. Aber jetzt was ist, sind dann nebendran ein paar Leute gekommen, die waren auch mega laut, rumgeschrien und Hunde gebellt und ja, ich sag, nee, komm, dann fahre ich jetzt. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, warum ich das immer alleine mache. Ich muss euch sagen, zum einen bin ich einfach gerne alleine. Zum anderen genieße ich einfach die Ruhe momentan so ein bisschen, wenn ich rausfahre, eine Tour mache, ein bisschen grillen oder so, mich an See legen. Ich mag da nicht immer so Leute um mich rum oder irgendwas. Ich bin da ganz gerne für mich ein bisschen rumliegen, ein bisschen nachdenken und so. Muss einfach ab und zu mal sein. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like und ein Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. So rum läuft der Hase. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V.